Hallöchen wieder zusammen bei Halo. Irgendwo hat sich mein kleiner Kollege. Ach, da ist ein kleiner Kollege, Chester. Hallöchen. Hallo. Ja, das ist so ein kleiner Känguru hier. Ja. Mit seinen grünen Pfeilchen hier. Aber wir gehen mal direkt mal weiter hier. Vielleicht kommen wir irgendwie mal weiter. Hallo, gib mein Sturmgewehr. Gib mein Sturmgewehr. Ey, Alter. Jetzt fangen wir mal Sturmgewehr weg. Scheiße. Aber die Waffe, die du hast, die ist auch gut. Das ist quasi das Alien-Sturmgewehr. Ah ne, doch. Genau. Die grüne ist die Pistole und das blaue ist das Sturmgewehr und das ist eigentlich recht gut. Ich wollte gerade. Ich wollte gerade wieder auf Ziel drücken, jetzt spanne wieder Granate geworfen. Das wäre mein Sturmgewehr. Das wäre ein bisschen blöd gewesen, wenn ich jetzt in die Luft gejagt. Wollte ich gerade ein bisschen ranzoomen. Geht's da weiter? Hier. Oh! Ein kleines Missvieh! Oh! Ich bin gerade voll erschrocken, ey. Hier geht's in zwei Richtungen. Nee, hat gerade einen Fehler gehabt hier, hallo? Ja, nee, das ist kein Fehler. Das passiert immer, wenn einer von uns beiden einen Kontrollpin aktiviert, also quasi ein zweiter Punkt. Dann werden wir anscheinend zueinander gebackt. Der den Kontrollpunkt dann auslöst, der ist dann. Also der andere kommt dann zu dir. Und weg. Upp, ich auch. Ich glaube, das waren zwei Granaten zu viel. Ja, dezent. Da geht's. Komm, ich. Zack, schmeiß ich da mal ein paar rein. Mann. Weiter. Achtung, hier sind Marines. Oh oh. Ich bin auf der kritischen Grenze. Was dein Leben und so angeht. Ja. Also dein Schild füllt sich immer wieder auf und dein Leben, man muss halt mit Medikits oder sowas auffüllen. Die hängen an der Wand, das sind so weiße Koffer. Schön zu wissen. Ja. Aber das sieht so komisch aus bei mir. Ich weiß gar nicht, ob ich Leben verloren habe oder halt irgendwas. Ja, das obere ist die Schildanzeige, die sich immer wieder auffüllt und das untere ist deine Lebensanzeige auf der rechten Seite. Da zum Beispiel noch drei Balken Leben. Das Schild füllt sich immer wieder auf. Ah so, ich sehe es gerade, Ich bin wieder verloren. Ja, wir sind Spartans, das sind so genetisch modifizierte Supersoldaten. Sie können die größer, wir können höher springen und solche Geschichten stärker und schneller. Ah, ich werf einfach Granaten rein, Judis. Pam. Ich los hier. Ja, ich glaube hier durch die kleinen Tunnel geht's wieder weiter. Hey, ich bin hier noch wieder. Da geht's auch weiter. Okay. Eine Rettungskapsel ist da unten. Schneller, bevor sie startet. Was? Oh nein. Genau der richtige Zeitpunkt abzuhauen. Hau rein. Aye, aye, Sir. Abdocken okay. Geh auf minimalen Sicherheitsabstand. Wir schaffen es doch, Sir. Ich will hier draußen nicht sterben. Seht. Was ist das, Lieutenant? Keine Ahnung, aber da landen wir. Die Autumn, sie ist getroffen! Ich wusste es. Die Autumn beschleunigt. Keith fliegt manuell. Festhalten, wir sind da. 5 Sekunden bis zum Atmosphäreneintritt. Wollen Sie sich nicht lieber setzen? Keine Angst. Daumen drücken. Sie haben welche. Ja, alles klar. Das ist ein bisschen sehr, sehr gewöhnlich. Das nenne ich auf jeden Fall mal eine Bruchlandung. Und grafikmäßig, ich muss mich definitiv dran gewöhnen. Wir sind zu schnell. Komm, das Spiel ist alt. Auch das wird besser. Ja, ich komme mir vor wie 1990. Wir schmieren ab. Alle ja, wann kam die erste Xbox raus? Das ist schon ein bisschen was her.
ich glaube 2001, 2000. Irgendwo Chief? Die Richtung. Chief, hören Sie mich? Endlich. Sind Sie okay? Können Sie sich bewegen? Unten? Kann das nicht sein, dass es da rauskam, wo auch die PlayStation 2 rauskam? Ich meine schon. Okay, hier draußen sieht schon wieder ein bisschen besser aus als... Achtung, ich habe mehrere anfliegende Landungsschiffe der Allianz geortet. Wir sollten uns in diese Hügel dort zurückziehen. Wenn wir Glück haben, oben. Glauben die, dass wir alle beim Aufprall gestorben sind. Oh, Sternchen in den Kreis. Ich erfasse tausende von Pflanzenarten. Das Ökosystem des Rings ist unglaublich komplex. Wir sind jetzt hier auf diesem Ring gelandet. Das ist quasi der Halo. Jetzt bin ich hell. Wo ist mein Licht? Alarm. Wo ist mein Licht? Der Allianz nähert sich. Sie suchen sicher nach oh, guck mal, da kommt so ein Landungsschiff. Das sieht aus wie eine Greifzange. Gib mir meine Grillzange! Sieht auch schon geil aus. Ja. Alarm! Ein Landungsschiff der Allianz hat uns entdeckt. Sie kommen. Ja, jetzt kriegen wir da Besuch. Achso, das sind Feinde. Ja, das ist ein feindliches Landungsschiff. Achso, ich dachte schon. Komm her! Pass auf das Geschütz auf. Hab ich schon gemerkt. Ist weggeflogen. Ah, hier ist eine Brücke. Eine Brücke? Oh! Eine sehnliche, heimliche Brücke. Die Optik sieht schon von zu geil aus, so weil man das so sieht. Ey! Hallo? Oh oh! Du scheiß Schiff, hau ab! Ich wollte gerade ein Thumbnail machen. Ja, da kommt noch eins. Oh, und das eine kommt zurück. Scheiße, meine Finger brennen. Das mit den Zielen fehlt mir irgendwie. Ja, die Pistole, die kann anvisieren, habe ich eben festgestellt. Aber die anderen erstmal nicht. Es gibt noch eine Sniper, die kann auch anvisieren. Vielleicht sogar noch die eine oder andere Waffe mehr. Okay. Ja. Die geht nicht. Ja. Oh, scheiße. Da habe ich mein Schild gerade weggesprengt. Nee, die kann auch nicht anvisieren. Die Pistole? Ja. Ja, ich dachte, die Pistole müsste es können. Drück mal, also bei mir ist es rechts ein Trigger. Ich guck mal. Nee, irgendwie kann die nicht. Ah, okay, doch. Und nur die Pistole. Schade, ja. Stunde wäre schöner gewesen. Ich nenne dich jetzt Grüni. Mit deinem Grüni-Pfeil. Alles klar. Aber du bist aber auch Grüni. Nicht Roni. Ich erfasse den Signalsender einer Rettung. Nee, leider nicht. Du bist auch Grüni. Vielleicht gibt's Überlebende. Okay, da ist die Grillzange. Wo? Dann fliegt sie. Ach da. Die hat doch den Flug da gelassen. Oha, die schießt doch nicht. Ich hab grad voll auf sie geballert, aber geht. Oh! Die schießt auf mich! Ja, ihr seid auch überall! Jetzt haben die Angst, ich möchte die hochfliegen, Peter. Oh, guck mal, das ist Marine. Oh! Ich hab gerade ein Gesicht in Gesicht geschossen. Der Arme macht nur seinen Job und dann knallt. Bis sie gekommen sind, dachte ich, dass man uns abgeschrieben hat.
Ich glaube, du kannst Waffen mit denen tauschen. Keine Sorge, geht das jetzt Sergeant, schon? Wir bleiben hier, bis das Eberschiff kommt. Ein im Handschuh befindliches Landungsschiff der Allianz hier drüben. Ja, ey. Vielleicht. Das geht, später geht das auf jeden Fall mit den Marines, dass du da mit den Waffen tauschen kannst. Uzi, bleib mal stehen. Gib mal deine Waffe. Gib mir deine Waffe. Gib mir jetzt keine Waffe. Ups. Was hast du dir dabei gedacht? Ups. Ich darf nicht an den Job schießen. Doch, Friendly Fire ist hier an. Scheiße. Oh, da kommt noch einer! Tschüss! Gib mir deine Waffe! Nee, ich glaube, das geht noch nicht. Ich glaube, aber ab dem zweiten Teil, glaube ich, geht das auf jeden Fall. Scheiße. Aber das Sturmgewehr hast du, glaube ich, auch. Ja, gegen die ist Nahkampf super. Und Schakale. Und quasi ein Sniper. So, dieses Landungsschiff, das hier die ganze Lampe ballern. Okay. Hallo! Also die Grillzange. Genau. Grillzange macht das schon. Aua! Mich angeschossen. Mal Granaten hinwerfen. Oh, der Blaue ist tot. Haben die anderen jetzt auch alle Angst? Los, nein. Grillzange, bleib hier. Komm runter. Komm, tut. Da kommt noch einer. Ist ja immer noch dasselbe. Oh, okay. Oh, hinter uns landet noch ein feindliches Schiff. Sie versuchen uns in die Zange zu nehmen. Ach so, ja, passt ja. Grillzange. Lang geschossen. Ja, alles klar. Weg ist er. Da hinten kommt noch eins. Ich sehe einen Seestern da oben. Ich glaube, ich hätte unsere Teamkollegen nicht abschießen sollen. Da war, glaube ich, nur einer. Das war ich habe zwei abgeschossen. Oh, ich bin umgefallen. Sie geht mir gerade schon nichts auf den Sack. Ah, guck mal hier, komm mal zu mir, hier gibt's Waffen. Genau. Und hier ist so ein Medikit. Oh, das hab ich jetzt eingesagt. Aber ich glaube, nicht voll. Hier ist nichts weiter, ich kann mich hinsetzen. Da ist überall Viecher. Merkst du gerade? Hier ist Pelikan Echo 419. Kann mich jemand hören? Wiederhole. UNSC-Truppen, bitte melden. Roger, Echo 419. Hier ist Fireteam Charlie. Wir empfangen Sie laut und deutlich. Sind Sie das? Jetzt fallen wir echt um. Roger, Fireteam Charlie. Schön von Ihnen zu hören. Komm, dich retten. Könnten Sie uns mitnehmen? Ich hoffe, Sie haben nicht allzu viel zu tun. Wir müssen überleben. Komm her, ich komme nicht mehr. Ja, versuch mal Mund-zu-Mund-Beatmung. Noch mehr Rettungskapseln, Sie sind im schnellen komm. Anflug. Mund-zu-Mund-Beatmung, komm her. Wenn diese Rettungsschiffe heil runterkommen, sitzt Ihnen die Allianz im Nacken. Ey,
Oh, Hammer, wir mit einem Schuss. Hier kommt ein Landungsschiff. Landungsschiff von uns. Oh, hör mal auf, die Leute hier umzulegen. Wir sollen die retten. Aber hier liegen gut Waffen. Ja, okay, habe ich schon auch gesammelt. Okay, dann geht's lang. Roger, V-Hammer. Suchen Sie nach Überlebenden und bringen Sie sie in Sicherheit. Ja, die liegen da. Können wir retten. Verstanden. Echo 419 bleibt in Stellung. V-Hammer, Ende. Also, irgendwann fangen die sich an zu wehren. Du kannst nicht einfach immer weiter die Leute umschnetzeln. Jedenfalls die Marines. So, nee, das waren so komische weiße Typen. Da kommen aber auch witzige Dialoge. Der Chief hat sich gegen uns gewandt. Hallo. Darf ich schon mit eintreten? Pumpst du nicht rein? Ah, nee, wir sollen nicht da rein. Wir sollen da rein. Klar. Willst du fahren oder schießen? Ich schieße lieber. Okay. Komm her. Hallo? X. Ich komme also bei mir ist X. Ja, du musst Knöpfchen drücken. Was hast du angezeigt? Ja. Als bist du Beifahrer, du kannst auch die Minigun nehmen. Mal hier rein hier. So. Auf geht's! Oh, wo geht's lang? Keine Ahnung, ich sehe kein Schild. Wir folgen einfach mal unserem. Nee, das ist unser Schiff. Ja, lass uns niederschießen. Wir brauchen einen Buff. Wo geht's lang? Ich sehe hier nichts. Ah, hier unten glaube ich. Oder? Verlau, es scheint der einzige Weg zu sein. Diese Höhle ist kein natürliches. Oh ja, sieht gut aus. Irgendjemand hat sie gebaut. Sie muss sie irgendwo hinführen. Ja, mitten in den Untergrund. Wir haben jetzt Zugriff auf das Datennetz der Allianz. Wir übertragen taktische Daten auf unverschlüsselten Kanälen. Wir sollten Ihnen zeigen, ja, wer baut solche Straßen? Master Chief, ich werde über das Transcom-System Ihres Anzugs Ihre Gegen Gespräche. Gerasa. Gerasa ist was anderes. Okay, oh, da wollen wir nicht runterfallen. Da lacht was. Da lacht was? Ja. Ja, du komm ich gar nicht mit der Kamera hinterher. Okay. Hier, da lag was weg. Da, Leiter. Da rein. Okay. Und dann hier in die Ecke. Da, das ist ein Terminal, um den Terminal zu benutzen. Okay, aktivieren wir den Terminal hier. Ja, ich glaube. Gucken, was das ist. Gar nichts machen. Ah, doch. Oh. Frequenz. Ich durchlebe ein Wirrwarr von Vorfreude und Angst. Alle Vorbereitungen für meine Installation sind abgeschlossen. Dem letzten Dekret des Ökumenischen Rats gemäß habe ich mich von allen verbliebenen Verbindungen zu meiner früheren Station getrennt. Das war nicht schwierig. Was war, kann nie wieder sein. Da mussten wir sehr gründlich sein. Vor meiner letzten Reise durch das große Portal wurde eine Versammlung der Illuminaten in der Krippe der Lebensformer einberufen, die endgültige Indexsammlung zu veröffentlichen. Es war überaus ungewöhnlich, dass an diesem Ort der Wiedergeburt solch ein Ereignis stattfand, obwohl Lebensformer-Schiffe als einzige noch über eine Hyperraumerlaubnis verfügten. Lebensformer sollten uns zu unseren Posten in den aktiven Einrichtungen der Struktur bringen. Obwohl alles soweit nach Plan verlief, blieb eine Angelegenheit völlig unbefriedigend. Wir hatten keinen Kontakt zur Domäne. Die Geschichte unserer Blutsväter war für uns verloren. Wir verließen uns auf die Beständigkeit der Domäne, um unseren Bericht über die Ereignisse zu bewahren. Doch ohne diese Aufzeichnungen würden zukünftige Zivilisationen irgendetwas über uns wissen oder nur über unsere Waffen. Ein anderer Illuminat, 049 Abject Testament, hatte dazu nur eines zu sagen, bevor sich unsere Wege trennten. Wir verdienen, vergessen zu werden.
Vielleicht. Vielleicht. Doch jetzt öffnet sich das Portal und dahinter wartet ein vertrauter Anblick. Halo. Heimat. Ist bei mir Pause? Ja, das Video, das war quasi, ich glaube, das sind so Collectibles, also Terminals, die du finden kannst und dann sammelst du Schnipsel von diesen Videos und das ist so ein bisschen Background-Story. Ah, okay. Aber dann ist das auch ein perfekter Abschnitt. Ja. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen mit Jester in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.